Liebe Parteifreunde und Parteifreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war zwar nicht vorgesehen, aber darauf bin ich vorbereitet. Und es bietet sich auch geradezu an, nach dieser wirklich fulminanten Rede des designierten Generalsekretärs, auch ein Niedersachse, einige Worte auch noch zur Landespolitik zu verlieren und zu dem, was im Bund passiert. Zunächst einmal bin ich heute Morgen schon wieder mehrfach gefragt worden, wie es uns denn geht angesichts der Meinungsumfragen. Und immer wenn ich sage, es geht mir gut oder es geht uns gut, sehe ich großes Erstaunen in den Gesichtern auch von Journalisten, von denen einige wahrscheinlich unter Sodbrennen leiden, aber die haben offensichtlich nicht begriffen, dass die schleswig-holsteinische FDP sehr kampferprobt ist und dass wir seit 1992, das war der erste Wahlkampf, den ich geführt habe, bei jeder Wahl vorher mit Meinungsumfragen konfrontiert worden, die sagten, die FDP wird nicht wieder im Parlament vertreten sein, bis auf 2009. Und noch bei jeder Wahl, liebe Freunde, haben wir nicht nur uns selbst, sondern auch den Schleswig-Holstein bewiesen, dass wir es schaffen können, erstens, weil wir an uns selbst glauben und zweitens, weil wir auch Botschaften transportieren können, mit denen die Menschen was anfangen können. Und dazu komme ich jetzt gleich. Wird immer wieder gefragt, Herr Kubicki, was sind denn die drei Kernbotschaften, warum die FDP in Schleswig-Holstein dringend gebraucht wird? Zunächst einmal möchte ich mich bei Oliver Malchow recht herzlich bedanken. Lieber Herr Malchow, unsere ja schon fast freundschaftliche Beziehung basiert darauf, dass wir uns freuen, dass die GdP unser Eintreten für Rechtsstaatlichkeit nicht als Behinderung der Arbeit ansieht, sondern als Bereicherung. Das hat man sonst selten. Und dafür auch ganz herzlichen Dank. Und genauso wie Sie erklärt haben, Sie wollen keine politische Polizei, wollen wir auch keine politische Justiz. Und ich sage das ganz ausdrücklich, weil in unserer Gesellschaft sich einige Kräfte herausnehmen, über dem Gesetz zu stehen. Aus vermeintlich guten Motiven. Aber wenn wir das zulassen als Rechtsstaatspartei, dass einige glauben, sie können einen Tatbestand beseitigen, weil sie edle Motive haben, dann bekommen wir einen Willkürstaat und keinen Rechtsstaat mehr. Und ich sage Ihnen, wir sind die einzige Partei wirklich, die dafür eintritt, dass Recht für jedermann gilt, völlig unabhängig von seiner Herkunft, völlig unabhängig von seinem Geschlecht und völlig unabhängig von seiner Gesinnung, solange es kein Gesinnungsstrafrecht gibt. Wenn wir Linke, Grüne oder auch einen Teil der Sozialdemokraten haben, die glauben, sie dürften schottern, also einen gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr vornehmen, weil es darum geht, Schlimmeres zu verhindern oder ein überirdisches Recht umzusetzen, dann müssen wir denen entgegentreten und sagen, ihr macht euch auch strafbar. Und wenn wir Polizeibeamte, haben, die den Rechtsstaat durchsetzen, da müssen wir uns vor und hinter sie stellen und nicht abseits stehen, wenn Menschen glauben, sie dürfen Polizeibeamte mit Leuchtkörpern beschießen, prügeln oder sie sonst gewalttätig angreifen. Auch das ist Verteidigung des Rechtsstaats, wenn wir dafür eintreten, dass die Beamtinnen und Beamten, die ihr Kreuz für diesen Rechtsstaat hinhalten, von uns nicht nur mental, sondern auch teilweise durch öffentliche Erklärungen geschützt werden. Und deshalb Herr Malchow, ist das für uns als Partei eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Erschwernis-Zulage angepasst wird, die ja seit 1991 unverändert geblieben ist. Und wir sehen doch jedes Mal, auch wenn ich ins Fußballstadion gehe beispielsweise, Holstein Kiel spielt heute in Lübeck, da sind auch wieder mehrere hunderte Hundertschaften vor Ort, die dafür Sorge tragen müssen, dass Fangruppen nicht aufeinander prallen. Selbstverständlich müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese zusätzliche Erschwernis, dieses zusätzliche Eintreten, diese zusätzliche physische Belastung auch vom Staat, von dem Arbeitgeber, vom Dienstherrn, in entsprechender Weise ausgeglichen wird, nicht nur mit guten Worten, sondern auch mit entsprechender finanzieller Unterlegung. Und ich sage das auch bei dieser unsäglichen Debatte über den Ehrensold, den Zapfenstreich, was weiß ich, was unseren Bundespräsidenten AD, Christian Wulff, über den man als Person sicher streiten kann, angeht. Aufforderung der Art, der hat das Recht ja nicht geschaffen, unter dem jetzt gerade behandelt wird. Und wir müssen uns vielleicht darüber Gedanken machen, ob wir das Recht nicht ändern. Aber solange das Recht gilt, hat jedermann auch einen Anspruch darauf, dass das Recht auch für ihn gilt. Ob uns das gefällt persönlich oder nicht. Ich stelle mir mal vor, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer agieren würde, wenn man sie auffordern würde, auf ihre Betriebsrente zu verzichten, weil es im Unternehmen gerade schlecht geht. Dieser Ansatz,
Moralische Implikationen sollen dazu herhalten, Recht nicht mehr gelten zu lassen, ist einer, den ich nicht vertreten kann. Selbst wenn es mich persönlich ärgert, was da passiert. Aber gleichwohl müssen wir doch nach wie vor dafür eintreten, dass auch hier Recht Recht bleiben muss und nicht beliebig verändert werden kann. Ich hätte Christian Wulff dringend geraten, auf den Zapfenstreich jedenfalls so lange zu verzichten, bis das Ermittlungsverfahren gegen ihn abgeschlossen ist. Weil nicht, der Staat nicht einerseits gegen den Christian Wulff ermitteln kann und andererseits der Staat diesem Christian Wulff gegen den ermittelt wird, Respekt zollen kann, das ist irgendwie nicht ganz stimmig und etwas stillos. Aber gleichwohl, wenn sich herausstellt, dass es nicht zu einer Anklage oder Verurteilung kommt, hat er auch einen Anspruch, wie jedermann, so behandelt zu werden. Akzeptanz und Respekt auch ihm gegenüber sind dann vonnöten, denn er war unser Staatsoberhaupt. Und das ist was anderes, ob wir über das Staatsoberhaupt reden oder einen Abgeordneten oder über wen auch immer. Ich habe nach wie vor eine völlig andere Vorstellung davon, wie Einrichtungen und Institutionen unseres Staates zu behandeln sind. Wenn wir das preisgeben, der Beliebigkeit preisgeben, müssen wir uns als politische Klasse nicht wundern, dass wir insgesamt beliebig werden und von den Menschen nicht mehr respektiert werden. Wobei, auch das muss ich sagen, Christian Wulff vielleicht auch gelegentlich selbst Respekt vor dem Staatsamt hätte walten lassen können. Nun komme ich zu den Fragen, warum eigentlich FDP? Und dabei wundere ich mich immer wieder. Ich sehe ja gerade, dass die bisher relativ unbekannten Spitzenkandidaten von SPD und CDU versuchen, jeweils der eine versucht, bekannter zu werden. Der andere taucht ja weg wie nichts Gutes. Herr Albig ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr zu sehen, auch nicht mit Erklärungen wahrzunehmen. Es liegt vielleicht darin, dass ich heute in den Kieler Nachrichten habe lesen dürfen, dass Herr Albig unter seiner Ägide dazu beiträgt, dass die Quadratmeterzahl pro Kopf des Schülers reduziert werden soll. Also Bildung findet dann in Kiel demnächst nur noch in kleinen Räumen statt. Ist ja auch eine positive Botschaft dieses Oberbürgermeisters, der Ministerpräsident werden will. Aber der andere, Juste Jager, macht sich ja nun bekannt mit einer Plakataktion und mit Videos, von denen ich zunächst dachte, sie entstanden der Satire-Sendung Extra 3. Da trägt der Spitzenkandidat der CDU eine grüne Anaconda bereits um seinen Hals, die ihn zu würgen scheint, und schmeißt sich tatsächlich auch in öffentlichen Erklärungen sozusagen hinter den grünen Zug. Dass ich finde, das ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Man sollte sich da auch nicht zum Affen machen, das sage ich ausdrücklich. Jedenfalls, wenn man den Anspruch erhebt, sozusagen erster Mann in Schleswig-Holstein werden zu wollen. Ich versuche das immer wieder. Ich finde, ich sehe ziemlich alt aus auf diesem Plakat. Also ich versuche es immer wieder. Ich bin doch älter geworden. Versuchen wir wieder innerlich zu begründen. Es gibt drei, liebe Freunde, drei gute Gründe, warum die FDP gewählt werden muss und möglichst auch in der nächsten Regierung vertreten sein muss. Nicht nur, weil es eine Gemeinheit ist, dass man sozusagen unsere Legislaturperiode halbiert hat und dass man uns natürlich vorwerfen kann, in den zwei Jahren nicht alles das beseitigt zu haben, was die anderen am Müll aufgetürmt haben. Aber es gibt drei gute Gründe. Der erste gute Grund ist, ohne uns hätte es die Haushaltskonsolidierung in der vorliegenden Form gar nicht gegeben. Wir haben im Koalitionsvertrag die Haushaltsstrukturkommission durchgesetzt, die jetzt in anderen Ländern nachgeahmt wird, weil wir gewusst haben, dass wenn man das nur der Regierungsebene überlässt, daraus nichts wird. Und wir haben bewiesen, entgegen allen Behauptungen aller anderen, dass Schleswig-Holstein es bis 2020 wirklich aus eigener Kraft schaffen kann. Ich erinnere mich noch an die Debatten mit Sozialdemokraten und Grünen. Die Grünen, die gesagt haben, uns fehlen dann 500 Millionen Euro, es ist alleine gar nicht zu schaffen, wir brauchen die Hilfe von anderen. Und der Sozialdemokraten, die ohnehin ja 20 Jahre so gelebt haben, dass sie nur mit der Hilfe von anderen haben überleben können, die gesagt haben, das muss der Bund regeln oder die anderen Länder. Nein, wir haben gezeigt, vom Stabilitätsrat abgesegnet, dass wir es tatsächlich aus eigener Kraft schaffen können. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz auch auf die innere Kraft dieses Landes, dass es gelungen ist, das zu dokumentieren, und nun kommt es darauf an, das im Zweifel auch wirksam umzusetzen. Und ich erinnere mich daran, einige Journalisten, die hier sitzen ja vielleicht auch noch, dass die Union in ihren eigenen Reihen erhebliche Schwierigkeiten hatte, das überhaupt durchzuhalten. Ich weiß noch, wie Christian von Bötticher zu mir mehrfach kam und sagte, Wolfgang, kannst du nicht mal mit Kalinka reden? Kannst du nicht mal mit Frau Herold reden? Bei uns ist das jetzt mittlerweile am Ende, weil die nicht zustimmen wollen,
diesen Maßnahmen. Und ich weiß, dass ich freundschaftlicher Bund zur Union, wie ich bin, diesen sozusagen psychiatrischen Dienst geleistet habe und mich mit Unionsabgeordneten unterhalten habe darüber. Darüber, dass sie schließlich einem Haushalt zugestimmt haben, auf den sie heute sehr stolz sind, den sie aber ohne uns so gar nicht auf die Reihe gebracht hätten. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal was anderes sagen. Ich bin ja gerade bedauerlicherweise oder Gott sei Dank 60 geworden und seit etwas mehr als einem Jahr Großvater einer wirklich charmanten Enkelin. Sie hat mich auch schon mal angelächelt, das will ja was heißen bei mir. Ich glaube, dass man muss gelegentlich Zwischenrufe auch überhören. Also ich glaube dass tatsächlich, dass es notwendig ist, dass nach der Wahl am 6. Mai die FDP in der Finanzpolitik einen größeren Gestaltungsspielraum für sich beansprucht. Und ich gebe meine Bescheidenheit bisher, nicht in ein Kabinett einzutreten, auf und sage von dieser Stelle ausdrücklich, wenn es denn die Wählerinnen und Wähler wollen, werde ich mich darum bemühen, Finanzminister dieses Landes in Schleswig-Holstein zu werden. Liebe Freunde, setzt euch wieder hin. Also warum ihr aufgestanden seid, weiß ich, weil das lange Sitzen irgendwie auch ermüdet. Aber warum Herr Malchow nun aufgestanden ist, weiß ich nicht. Das gibt trotzdem nicht wesentlich mehr Geld, Herr Malchow, für die Polizei. Nein, aber ich will das kurz begründen, weil Finanzpolitik eben mehr ist als nur die Addition oder die Subtraktion von Zahlen. Und was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, war, einen Konsolidierungskurs zu beschreiben. Aber was wir dringend brauchen, ist es, politische Schwerpunkte umzusetzen, um das zu erreichen, was wir dringend brauchen. Nämlich, ich begründe das gleich nochmal, ein exorbitantes Wirtschaftswachstum in Schleswig-Holstein. Liebe Freunde, hätten wir das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung wie Baden-Württemberg oder Bayern, wir hätten keine Haushaltsprobleme. Manche, wir könnten die Polizei tatsächlich mit 6% Gehaltssteigerung mehr nach Hause gehen lassen. Wir könnten Schulen ordentlich finanzieren, wir könnten Lehrer ordentlich finanzieren, wir könnten unsere Hochschulen ordentlich ausstatten. Es liegt an uns selbst und das Land hat die Kraft, uns zu entfesseln und damit zu dokumentieren, dass wir in der Lage sind, aus eigener Kraft alle diese öffentlichen Aufgaben zu bewerkstelligen. Und dazu gehört schlicht und ergreifend, in einigen Bereichen mehr zu tun als bisher. Und das geht, das weiß ich mittlerweile nach 2,5 Jahren Regierungsbeteiligung der FDP, am stringentesten, wenn man den Blick über die Finanzen hat, über die Kasse hat. Denn dort wird entschieden, wohin Geld im Zweifel fließt. Liebe Freunde, wenn ich mir überlege, ich bin ja hier in einem Saal, Peter Höfer wird das feststellen, schon in den 70er Jahren haben wir in diesem Saal bei gleicher Raumausstattung, also das sah schon genauso aus, dramatisch gute Ergebnisse gehabt, dann ist das für mich ein Sinnbild dessen, was in Schleswig-Holstein tatsächlich passiert. Wir sind eigentlich 20 Jahre hinterher gegenüber der Entwicklung in anderen Ländern, anderen Teilen unseres Landes. Und wenn ich durch Kiel fahre, momentan mit den Straßen, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich fahre durch Rostock des Jahres 1992, was die Straßen angeht. Und das zeigt, dass wir einen erheblichen Nachholbedarf haben. Die A20 ist von 1992 bis was weiß ich was, jedenfalls bis an die Schleswig-Holstein-Landesgrenze gebaut worden. Und wir haben es in den gleichen 20 Jahren, wir haben 1992 schon über die A20 diskutiert, in den gleichen 20 Jahren gerade mal geschafft, von Lübeck bis kurz vor Segeberg. Liebe Freunde, wenn wir in vielen Bereichen die Geschwindigkeit nicht erhöhen, wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass Investitionen dort möglich sind, wo Unternehmer sich ansiedeln wollen, wenn wir immer noch glauben, Schleswig-Holstein sei eine Insel und könnte von Kiel aus eingeteilt werden in Zonen, wo Entwicklung stattfinden darf und Zonen, wo keine Entwicklung stattfinden darf, dann werden wir das Problem bis 2020 nicht lösen. Dann werden wir das Wachstum nicht generieren, was wir dringend brauchen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir hier mehr Geschwindigkeit an den Tag legen. Liebe Freunde, Die Dodenhof-Debatte ist so ein klassisches Beispiel dafür, wie kleinkariert in Schleswig-Holstein in Teilen noch gedacht wird, übrigens auch von unserem Koalitionspartner der Union. Kaltenkirchen ist Teil der Metropolregion Hamburg. Und ich sage mal wieder, hätten wir eine gemeinsame Landesplanung Hamburg-Schleswig-Holstein, die Frage, ob in Kaltenkirchen Dodenhof sich erweitern darf, wäre gar keine Frage, das wäre selbstverständlich, weil die Konkurrenzsituation zu denen nicht nur in Münster oder Kiel ist, sondern Hamburg, kurz hinter der Landesgrenze in Hamburg, entstehen neue Zentren, mit denen Dodenhof konkurrieren muss. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass man Wettbewerb nicht verhindern, sondern fördern muss, denn nur Wettbewerb generiert gute Ergebnisse und nicht die Verhinderung von Wettbewerb. Zweiter Punkt.
liebe Freunde, warum die FDP beteiligt bleiben muss. Und ich wundere mich ja, mit welcher affenartigen Geschwindigkeit diejenigen, die das, was wir durchgesetzt haben, bekämpft haben, bis wirklich aus Blut, nun sich hinstellen und behaupten, sie seien diejenigen gewesen, die es getan haben, und sie würden es verteidigen. Ich sage nochmal, Schulsozialarbeit. Wir haben 2 Tage in den Koalitionsverhandlungen gesessen, um Schulsozialarbeit in Schleswig-Holstein durchzusetzen gegen die Union. 2 Tage. Die haben uns die Beträge zusammengestrichen sogar noch, weil sie das ursprünglich gar nicht wollten. Und nun erklärt die Union, man habe doch unter CDU-Führung Schulsozialarbeit in Schleswig-Holstein aus Landesmitteln erst möglich gemacht. Tolle Wurst, kann ich nur sagen. Und das Größte ist G8, G9 an Gymnasien. Die ganzen Argumentationsmuster, man kann das nachlesen, waren immer, die Union will nur G8. Sie will G9 an den Gymnasien überhaupt nicht. Interessanterweise behauptet sie heute das Gegenteil. In ihrem Programmentwurf steht aber davon kein Wort. Da will sie immer noch G8 an den Gymnasien alleine. Sie müssen ihren Entwurf vielleicht jetzt mal ein bisschen reformieren gegenüber ihrer Kampagne. Aber warum haben wir das durchgesetzt? Nicht, weil wir jemanden ärgern wollten, sondern weil wir den dringenden Bedarf bei Eltern gesehen haben, den Wunsch bei Eltern gesehen haben. Überall dort, wo sie das entscheiden können, ist es doch passiert, dass ihre Kinder auch nach 9 Jahren Abitur machen können und nicht durch den 8-jährigen Bildungsgang durchgeschleust werden müssen, der in Teilbereichen wirklich nach meiner Überzeugung ein Verstoß gegen die Schlussakte von Helsinki ist. Wenn junge Menschen, Kinder mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren nachmittags keine Zeit mehr haben, sich mit ihren Freunden zu organisieren, Sport zu betreiben, sich ehrenamtlich zu engagieren, die Feuerwehren uns schon sagen, die Jugendfeuerwehren dröhnen aus oder bluten aus, dann ist was falsch im System. Und da müssen wir das ändern und müssen die Möglichkeit geben, dass jeder nach seinen Möglichkeiten, auch nach seinen Entwicklungsmöglichkeiten, das Abitur schaffen kann und nicht nach den Überlegungen von Bürokraten im Ministerium. Und diese alberne Diskussion über, man kann ja G9 an Gemeinschaftsschulen machen und G8 am Gymnasium, die ist deshalb wirklich albern, weil wir gar nicht ausreichend Oberstufen bei Gemeinschaftsschulen haben, um den Bedarf von G9 Abiturienten aufnehmen zu können. Und auch dieses Argument, nicht, man kann da nicht umziehen, ist ja auch ein Scheinargument. Was machen denn diejenigen, die auf eine Gemeinschaftsschule gehen, wo es keine gymnasiale Oberstufe gibt? Da müssen die Kinder auch woanders hin. Was machen die, die in eine Stadt ziehen, wo sie keine entsprechende Gemeinschaftsschule haben, sondern aufs Gymnasium überwechseln müssen? Das geht dann schon gar nicht mehr. Das heißt, unser Einsatz muss doch derjenige sein, und das habe ich vorhin gehört, dass wir jedem Kind nach seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten eine optimale Ausbildung gewährleisten und dafür die Fazilitäten zur Verfügung stellen und mit dieser unsäglichen Schulstrukturdebatte endlich aufhören, sondern genau das machen, was notwendig ist, den Schulen möglichst viel Freiraum zu geben, Lernziele zu definieren, die sie erreichen müssen, aber ihnen möglichst viel Freiraum zu geben, wie sie erreichen. Denn ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass Lehrer, Eltern vor Ort am besten wissen, was für ihre Kinder gut ist und nicht die Bürokratie in Kiel. Und dann sage ich auch noch mal, wir müssen auch die Unterschiedlichkeit von jungen Menschen und Menschen insgesamt berücksichtigen und beachten. Mein Credo ist, vive la différence. Nicht Egalité, sondern vive la différence. Wie schlimm wäre die Welt, wenn wir nur schwarz und weiß hätten und die vielen schönen Farben dazwischen nicht mehr zur Kenntnis nehmen würden. Und der Glaube, man muss nur ordentlich Unterricht einem Menschen angedeihen lassen und dann wird aus jedem das Gleiche. Dieser Glaube ist irre. Ich kann Ihnen sicher sagen, selbst 150 Stunden mehr Musikunterricht hat nicht dazu geführt, dass ich ein Opernsänger geworden wäre. Ja, es gibt unterschiedliche Talente und die müssen wir auch unterschiedlich fördern und nicht den Versuch unternehmen, alles über den gleichen Leisten scheren zu wollen. Wir müssen die gleichen Startchancen für jeden gewährleisten. Aber der Versuch, dass alle gleich durchs Ziel kommen, also gab es ja bei den Grünen mal die Vorstellung, Abitur ohne Prüfung für jedermann. Ja, ist tatsächlich wahr. Das hilft niemandem, im Gegenteil, das schadet Menschen und das wird unserer Gesellschaft und der Invalidität von Menschen auch nicht gerecht. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, liebe Freundinnen und Freunde, ist einfach, warum muss die FDP dabei sein? Wir können es wirklich besser, auch wenn manche das nicht glauben. Wir sind professioneller als alle anderen. Wir analysieren Probleme und gehen daran, die Probleme zu lösen und nicht eine Meinung, die wir mal eingenommen haben, wie eine Mantra vor uns herzutragen. Und das unterscheidet uns von allen anderen, dass wir lernfähig sind im Prozess. Während alle anderen glauben, eine einmal eingenommene Haltung habe Ewigkeitscharakter, weil sie göttlich vorgegeben sei oder aus besserer Einsicht gewonnen worden ist. Ein Wesensprinzip aller freien Gesellschaften, ein Wesensprinzip liberaler Gesellschaften ist, dass sie sich fortentwickeln können, dass sie lernen können nach dem Prinzip Irrtum und Verbesserung. Wer glaubt, er begehe keine Irrtümer
Und gucken Sie sich mal an, wie die Grünen auftreten. Gucken Sie sich mal an, wie einige Sozialdemokraten auftreten. Wer glaubt, er begehe keine Irrtümer, der ist falsch in diesem Spiel und der schadet den Menschen. Und deshalb braucht man die FDP. Und Sie konnten von einem kleinen Disput zwischen Heiner Garke und mir über die Frage, wie lange ist es noch bis zur Landtagswahl? 7 Wochen oder 8 Wochen, also 56 Tage, sind ja 8 Wochen, wenn man rechnen kann. Er hat ja eingeworfen, er habe Mengenlehre gehabt, keine Mathematik. Dann kann man sehen, dass das Erkennen der Wirklichkeit die erste Voraussetzung dafür ist, dass man sich ihr auch stellen kann. Und deshalb sage ich, liebe Freunde, lassen Sie uns jetzt 8 Wochen Wahlkampf machen, sehr fulminant auf der Straße und nicht nur 7 Wochen Wahlkampf. 40% aller Wählerinnen und Wähler entscheiden sich in der letzten Woche und die wollen wir nicht missen, Heiner Garg, da kämpfen wir richtig doll. Und dann werden wir ein ordentliches Ergebnis in Schleswig-Holstein erreichen. Herzlichen Dank.